Ja, in diesem Video stellen wir uns die Frage, wie ein Förster, den habe ich mal hier aufgezeichnet, die Höhe eines Baumes messen kann. Ah, Dodo, weißt du, wie das geht? Der Förster kann doch auf den Baum klettern. Ah, der Förster soll auf den Baum klettern mit einem Zentimetermaß, ne? Das ist natürlich Quatsch. Also ich habe noch nie gesehen, dass ein Förster oben am Baum sitzt mit einem Zentimetermaß. Ich zeige mal, wie es richtig geht. Und zwar stellt man sich einfach vor, der Baum wäre Teil eines rechtwinkligen Dreiecks. So und so. Das ist die dritte Seite, ne? Hier ist ein rechter Winkel, ist ja klar. Das ist eine waagerechte. Und Bäume wachsen ja senkrecht in den Himmel. Und zwischen einer waagerechten und einer senkrechten ist ein rechter Winkel. Gut, das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen diesen Winkel hier messen. Ja, wie machen wir das? Ich zeige es mal, wie ich in der Praxis machen würde. Dann nehme ich einfach ein Stück Papier und roll das so zusammen. Das habt ihr sicher als Kinder mal gemacht. Dann habt ihr so ein Fernrohr, so ein Teleskop, so durchgucken, ne? Ich habe es hier mal in schön gemacht. So, das ist jetzt hier mein Fernrohr, mein Teleskop. Und da gucke ich jetzt also durch und versuche, die Spitze des Baumes zu finden, ne? Also, wenn ich hier durchgucke, muss ich die Spitze des Baumes sehen. Gut, das Fernrohr ist ein bisschen zu groß, ist ja nur symbolisch gemeint. Dann nehme ich eine Wasserwaage, die hat man ja immer dabei, und richte die Wa Wasserwaage aus, sodass die waagerecht ist. Ja? So, und jetzt, also hier ist die Wasserwaage, die richte ich aus, dass sie waagerecht ist. Und hier ist mein Teleskop, da gucke ich mit auf die Baumspitze. Ich muss also, wenn ich hier reingucke, da hinten die Baumspitze sehen. Jetzt nehme ich mein Geodreieck und messe diese Winkel hier. Und ich nehme einfach an, da wäre jetzt 30 Grad rausgekommen. Dann schreibe ich das mal dahin. Das wären also hier 30 Grad. Gut, jetzt habe ich also hier 30 Grad. Ja, was weiß ich? Ich weiß, wenn ich hier einen Winkel von 30 Grad habe, dann ist das Verhältnis von Genkathete zur Ankathete, ne, das ist ja der rechte Winkel, das ist die Genkathete, die Seite, die gegenüber dem Winkel hier ist, und das ist die Adkathete, die Seite, die am Winkel anliegt. Ich schreibe es mal hin, Ankathete, Genkathete. Ne? Und wenn dieser Winkel 30 Grad hat, dann weiß ich, dass der Tangens von 30 Grad das Verhältnis von Genkathete zur Ankathete ist. Ja, so ist ja der Tangens definiert. Gut, Tangens 30 Grad rechne ich mal eben mit dem Taschenrechner aus. Das sind 0,577 ungefähr. 0,577. So, die Gegenkathete, die wollen wir ja berechnen. Die Ankathete, ja, die messe ich einfach mit einem Bandmaß. Da messe ich einfach die Entfernung von mir bis zum Baum. Ne? Da nehmen wir mal einfach an, das wäre, sagen wir mal, 13 Meter. Gut, jetzt muss ich die Formel nur noch nach G umstellen, nach der Gegenkathete hier. Dazu multipliziere ich beide Seiten mit 13 Meter und erhalte, die Gegenkathete ist 0,577 mal 13 Meter. Das sind 7,50 Meter ungefähr. Nicht genau. Ja, jetzt bin ich schon fast fertig. Jetzt muss ich mir noch Folgendes überlegen. Ich habe ja hier dieses Messgerät, hier mein Fernrohr. Das war ja nicht am Boden, hier unten, sondern in Augenhöhe. Sag ich mal, ich bin 1,60 groß, meine Augen sind dann 1,50 über dem Boden. Ich muss also hier nochmal dieses Stück hier, diese 1,50 dazu zählen. Ja, die Höhe des Baumes ist also 7,50 Meter. Das ist von hier nach hier, die Gehkathete, plus dieses Stück hier 1,50 Meter. Da kommt dann raus 9 Meter. Ja, damit sind wir schon fertig. Wir haben die Höhe des Baumes berechnet. Der Baum ist 9 Meter hoch. Wir sind am Ende und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.